Geil, oder? Wie soll ich das Video anfangen? Sexo. Amigos! Amigos! Heute haben wir eine neue Challenge! So, hallo zusammen. Wir sind irgendwo in Frankreich. Wo sind wir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heisst. Mühlhaus. 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 Wir sind jetzt irgendwie, ich glaube, etwa 20 Minuten von der... 20 Minuten? Von der Grenze entfernt. Und jetzt machen wir ein Spiel. Ein richtig geiles Spiel. Und zwar fahren wir jetzt einfach irgendwo hin. Und dann tun wir uns abwechseln. Also abwechslungsweise, sagt einer, bei einer Kreuzung links, rechts oder geradeaus. Wie lange machen wir? Jetzt eine Stunde. Eine Stunde. Dann schauen wir in einer Stunde mal, wo wir sind. Sag du jetzt schon mal, was du denkst, wo wir werden landen. Frankreich kenne ich mit null aus. Ja, aber ihr... Ich sag, wir landen... tiefer in Frankreich. Ich habe das Gefühl, wir gehen über die Grenze. Wir gehen auf Deutschland. Okay. Mal gucken! Also, wir werden es sehen. Mal schauen, wer am Schluss recht hat. Willst du das Video nicht beenden? Beenden? Ja. Was wartest du? Ja, sag doch etwas! Warte, ich sage. Da kann ich nicht. Da ist. Da raus! Da raus! Also, jetzt bist du. Also, wir nehmen die zweite Ausfahrt. Uiui, ui. Der Kreis ist gross, hä? Eins, zwei. Okay, richtig? Keine Ahnung. Das sieht so falsch aus, Kollege. Aber voll. Das Ding ist eben, Frankreich, ich habe das Gefühl, Frankreich sieht überall gleich aus. So hinter Laos irgendwie. So, niemand macht etwas. So, im Gegensatz zu der Schweiz. Wenn du von der Schweiz auf Frankreich fährst... Du bist dran. Wenn du von der Schweiz auf Frankreich fährst, hast du gerade das Gefühl, Kollege, ist das irgendwie eine Geisterstadt oder so. Oder? Ja. Ja, in der Schweiz siehst du überall alles schön gepflegt und so. Und da sieht es so aus. Einfach irgendwie, keine Ahnung. Nach nichts? Nach nichts? Es ist zwei... Es ist überhaupt nicht spannend. Komisch. Ich habe mich Ampeln. Das wird mir nicht. Für eine gerade Strecke, Kollege. Jetzt sind wir irgendwo im Scheissdreck aus. Keine Ahnung. Junge Mann! Du kannst auch Bungee-Jump ohne Seil, oder was? Hey, nein, der Typ. Der hat nur Angst vor... Gott. Angst vor Poppy. Bin ich dran? Also, du bist dran. Ja, wir fahren links. Links? Ja, wir fahren links. Okay. Richtig. Petit Landeux oder Kempis? Petit Landeux, Kempis. Also sorry, Französisch. Schreib mir mal in den Kommentaren, wie gut ihr Französisch könnt von 1 bis 10. Ohne Scheiß, nimm mich wirklich wunder, weil ich bin definitiv. Das erste, was er gemacht hat, wo wir etwas im Max essen konnten, Deutsch. Deutsch! Deutsch! Aber du meinst Texas oder so, Junge. Die Wälder sehen aus, als wären sie alle abbrennt. Ja, so einen, zusammen. So einen, so ein verbrennter Urwald. Oh, unbegrenzt. Ach du Scheiße. Irgendwie schon noch eine schöne Straße. So. Nein, Junge, schau mal die Wälder an. Das ist doch nicht schön. Und schau mal, was sind das für Höcker? Kollege, da kannst du doch nicht schön Auto fahren. Nein. Oh, das ist nicht schön. Ah, schön, schau mal, das ist schön, Peugeot. Peugeot! Machen wir mal ein bisschen Musik da rein. Jawohl. Im Coiffeur bin ich gesessen, vor um der Spiegel hinten. So ging weiter, es war wie ein Leib. Warte, da kommt nicht einmal eine Kreuzung. Route 66, es läuft doch alles gerade aus. Du hast immer eigentlich zu wenig gelandet. Pro 100 km/h. Wir können 100 km/h fahren. Ja, ja. Ich töne schneller als es ist. Aber irgendwie finde ich es doch noch irgendwie. Da ist jetzt wieder. Das ist jetzt schön, das ist angenehm. Ja, dann kannst du abparkieren, du Hure! Schau aufs Deck, du Verblödste! Nein, ein Idiot, ehrlich. Ich bin dran, oder?
Nein, jetzt bin ich dran. Nein, du bist ja vorher schon dran. Du hast vorher gesagt, geradeaus weiterfahren. Ah nein, stimmt, du bist dran, sorry. Ja, stimmt, du bist dran. Also, entweder auf Nifer, Neuf Brisas, Le Gilles oder Bale. Gehen wir zum Gareth Bale. Gehen wir zum Gareth Bale. Gehen wir rechts? Ja, yeah, let's go to Gareth Bale. Aber irgendwie ist das so, man, also kein Mensch, nicht. In der Schweiz wäre da, wär da schon ein bisschen voll, nicht? Vor allem habe ich eben das Gefühl, so, also in der Schweiz, weisst genau, fährst in so ein Dorf rein und alles passt irgendwie miteinander. Und da, schau mal, da siehst du zum Beispiel so eine Art Bauernhaus. Und da, bumm, einfach ein türkisches Haus. Hellblaues Haus, dann plötzlich ein gelbes, dann ein rosa Haus. Das in der Schweiz ist das nicht möglich. Nein, hör auf. In der Schweiz schauen zum Fall sogar auf Dächer und so. Ja. Yeah. Da musst du es beantragen, wenn du ein Flachdach willst und so. Ja gut, da gehen wir gerade aus, ist wahrscheinlich am einfachsten. Irgendwo in so ein abverrecktes Gebiet. Abverreckt, verdammt dreckiges Gebiet. Oulivou coucher avec moi, ce soir. Du weißt, was du gesagt hast? Im Ansatz schon, aber ich weiss nicht, was es heisst. Also, dass ich ein Gebiger bin? Ah, du weißt das selber nicht! Ah! Meinst du, ich bin dumm oder was? Wahrscheinlich oder hast du nicht? Wahrscheinlich oder hast du nicht? Wahrscheinlich oder? Moment. Okay. Das ist wie so ein Stadion. Das ist, glaube ich, ein Stadion. Ich bin dran. Rechts abbiegen, würde ich mal meinen. Alter! Schau, wo ich lande. Und ich habe noch ein Aargauer Schild dran. Das ist ein Altfeld. Junge! Ja, wie heisst das auf Französisch? Je Aargau. J'habite en Aargau. Je suis de l'Argovie. 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 Eigentlich so eine dumme Einfahrt. Oh fuck, ist das knapp. Und es klopft noch einen Meter. Und die sind sogar am Spielen. Wenn wir schauen. Können wir einen Match schauen? Ja. Wir schauen den Match jetzt. Vom FC Kelbs. FC Kelbs. Alle, alle! Alle, alle, FC Kelbs, alle! So, was meinst du, wird das etwas da? Ich denke, es wird ein spannender Match. Ja, ich glaube auch. Gehen wir dort hinten. Das ist die Fankurve dort. Gehen wir in die Fankurve. Wieso hast du ein Trikot angelegt? Das haben wir vergessen. Könnten wir zum Fanartikel? Eigentlich ist es ein Behinderter nicht mehr löscht. Wir fahren irgendwo ins Französische raus, in ein Dorf, das wir nicht kennen, und schauen jetzt Jugendlichen zu unseren Schutten. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo dein Problem ist. Das ist FC Kelbs. Da unterstützen wir. Alle FC Kelbs, alle! Alle! Alle, alle! Also die Aufmerksamkeit ist bei uns und nicht beim Spiel. Das ist schon mal gut. Schiri, du Sauhund, du! Gib mir rot! Schämst du dich mit mir? Nein, aber du hast keine Spitze. Penalty! Ja, ein bisschen Pyrozünder da, ich sag das da. Bis jetzt auch noch für sich eigentlich ein spannender Match. Der Match ist nur noch spannender geworden mit deinen Kommentaren. Ich habe mich fast verschluckt. Hatschi! Was sagst du, wer gönnen? Kelbs oder die anderen? Ich glaube, Paris Saint-Germain. Ich sage da Mbappé, haben wir da drauf gespielt. Oder der Zinedine Zidane. Bravo, Goalie, bravo, Weltklasse! Yes, alle! Alter, ich sehe es schon kommen. Wir werden wegen dir noch rausgeschossen. So, der Match ist fertig. Es war anstrengend, oder? Was ist das Fazit vom Match so? Wir nehmen die Technik mit von den französischen Spielern. Ja, wir sind jetzt natürlich ein bisschen früher gegangen, weil die ganzen Fans so noch nachkommen. Ja, und wir sind Frankreich ja alle kennen. Also nein, ich habe jetzt mitgemeint, dass wir einfach gut rausfahren können, dass wir keinen Stau haben und so, weißt. Also das Fazit, hey, französischer Fußball ist nicht besser als der Schweizer Fußball. Hä? Ja, schön. Wer ist dran mit entscheiden? Du? Nein, du. Ah, du hast ja... Dass wir hier reinfahren. Ah, genau. Ja, rechts, weil von links sind wir gekommen. Da. Dann gehen wir rechts. Am Lastwagen vorbei, alles geradeaus. Super, danke FC Kelbs! Woo! Falls irgendjemand für das Lied vorher fragt, das heisst
verdammte Sieg. Das heisst, beim Coiffeur. Achtung auf Fußgänger! So, Lümmel, du! So, Lümmel, du! Lümmel, du verdammte, du! Oh, schau mal. Ich muss wirklich sagen, ja, dort sind wieder zwei, drei interessante Sachen zu sehen. Das ist jetzt auch nicht mehr so abgestorben. Es ist so. Du merkst, da ist Leben. Ja. Die Häuser sehen da viel, viel schöner aus. Also ich habe das Gefühl, da zu wohnen wäre sicher noch angenehm. Ja, da rein. Aber ich bin sehr gerne so im Ausland. Dann fühle ich mich immer so anders. Wenn ich so Menschen anschaue, dann versuche ich mich irgendwie so in sie reinzuversetzen. So, und denke mir so, was machst du da? So, was erlebst du da? So, hä? Weißt du, bei uns, wir haben so unseren Ablauf. Wir wissen, wo was läuft. Zum Beispiel, Würenlos Tankstelle, weisst du immer, dort ist jemand. Und du weisst, wo in den Club gehen. Da warst du ein Beispiel mit Würenlos Tankstelle. Schick nicht, gegen Würenlos Tankstelle. Weißt du, wie Sachen sagen? Ja, nicht aber! Wir gehen in die Stadt Zürich, wir gehen. Nach Baden, wir gehen in die Stadt Aarau, dann Südisch. Wir gehen in die Stadt Zürich. Das Konzert ist immer wieder das Konzert. Einfach so, jetzt immer wieder das Konzert. Ich habe nicht keinen Grund, außer Fans. Es ist schon 5 Stunden her. Wir haben einfach irgendwo mitten in Frankreich gelandet. Erwartest du jetzt eine Antwort von mir? Was ist dein verfickter Ertrag denn? Das ist unser Biebse. Soll ich das machen? Das ist unser Biebse, Kollege. Wolltest du in das Einkaufszentrum? Mal schauen, was die so haben. Tun wir mal drinnen so. Gehen wir ein paar Kleider kaufen oder so. Oder wir suchen die Schweizer Produkte. Wir schauen jetzt mal, was es in Frankreich so für Schweizer Produkte hat. Oder? Mhm. Du kannst einparkieren, soll ich helfen? Ja, Kollege, du musst gar nicht so schauen. Huere im Stress. Du verfickt und meine Fick-Familie. Das ist alles ein Bibse. Ich weiss eben nicht, ob ich das kann mit meinem Schnittprogramm. Was denkst du, was finden wir? Ganz viele Preisschilder auf Französisch. Also. Ich habe gar nicht gewusst, dass so Einkaufszentren hier sogar alles haben. So Elektronik und so. Schon krass. So neben den Handys. Jetzt gerade noch ein Stück Käse zum Verkaufen, oder? Sie, wir machen einfach nichts kaputt. Kann ich. Schämst du dich? Woo! Ein bisschen Kunststrasse. Eine Kunststrasse mit einer. Bauen wir einen FC-Club. Die haben alles da. Die haben das ist ein bisschen Laden. Halt. Aber überleg mal, die haben einen Laden, der Gartenzeug hat, der Elektronikzeug hat, der Lebensmittel hat. Wahrscheinlich noch Spielzeug alles, logischerweise. Kleider. Wieso gibt es das in der Schweiz nicht, so etwas? Stell dir vor, ich würde die Challenge machen. Mit dem Überansprechen auf Französisch. Und dann ist er eben geschweizt. Ach so. Dann sagt er, du kannst mir vorher Deutsch nur mit mir. Ich bin Türke. So. Alles gut bei dir? Hast du Fieber? Brauchst du ein Tablettchen? Ich habe eine Challenge. Ich kaufe dir das. Ich zahle. Aber du lässt es an. Soll ich mich noch zum Aff machen? Entweder. Shadow, keep cool. Nein, weißt du, was machen wir? Ich lege eins an und du legst das andere an. Also, ist gut. Gut? Also. Wir haben es geschafft. So, was haben wir gefunden? Ricola. Schau jetzt hier. Ja, ein super Angebot. Das haben wir nicht mal in der Schweiz für Ricola, als Kollege. Aber geil, wir haben etwas gefunden. Jetzt suchen wir mal weiter. Also, ich finde, wenn man Schweizer Produkte sucht in einem Laden, muss man immer in Jockey-Abteilung, Kollege. Ah! Linder Schweizer Jockey? Nein. Was nein? Lind und Sprüngli, warte schnell. Ja, sicher ist das Schweizer Jockey. Lind und Sprüngli, was soll das sonst sein? Ah ja. Kollege. Ich kann nicht einmal in meinen eigenen T-Shirts Platz und dann soll ich so eins anlegen. Das Gefühl in dem wirst du einfach Buchpreis. Danke, Bro.
Verdammte Fetzen, Kollege! Mal schnell, Catwalk. Jetzt kann ich so abziehen. Hey, nein. Keep cool. Einfach so vorbeilaufen. Und beachte mich einfach nicht. Hey, wie ein Mafiosi, aber. Aber der steht er noch, wirklich. Hä? Der kommt er noch gut. Ah, hab den Schlitten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es war cool gewesen. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal einen Kommentar da, wo wir als nächstes hin sollen. Und was wir machen sollen. Da kommt irgendwie Uganda oder... Gehen wir. Wir gehen. Nein, 100'000 Likes. Wirklich, wir gehen.